Hallo zusammen. Die Produktion eines Zeichentrickfilms unterscheidet sich erheblich vom Dreh eines Streifens oder einer Serie. Das Schwierigste an diesem Prozess ist sicherlich die Schaffung wiedererkennbarer Figuren. Jede davon soll eigene Charakterzüge, eine besondere Art zu reden und ein unverwechselbares Äußeres besitzen. Die Protagonisten von Animationsfilmen werden häufig bewusst unnatürlich dargestellt. Sie haben übertrieben lange Nasen, kantige Backenknochen und riesige Augen. Nichtsdestotrotz wurden viele Zeichentrickfiguren von echten Menschen und Tieren inspiriert und heute erzählen wir euch von einigen von ihnen. Möchtet ihr wissen, wie Pocahontas oder der kleine Pfadfinder aus dem Animationsfilm Oben im echten Leben ausgesehen haben? Dann bleibt dran und lasst uns loslegen. SpongeBob Schwammkopf. SpongeBob Schwammkopf ist einer der bekanntesten Zeichentrickserien der Welt, die sehr reich an witzigen Figuren ist. Darin sind Dutzende lustige und zum Teil sogar alberne Meeresbewohner zu sehen, von denen jeder einen eigenen Charakter und seine Verhaltensbesonderheiten aufweist. An diese Nebenfigur können sich wahrscheinlich nur ganz treue SpongeBob-Fans erinnern. Der muskelbepackte Fisch heißt Tido und er kommt zum ersten Mal in der 5. Episode der 1. Staffel Der Riss in der Hose vor. Laut Handlung ist er sehr auf sein Aussehen bedacht und muss über sich deswegen bissige Kommentare von SpongeBob ergehen lassen. Obwohl er in der Episode als Goldfisch bezeichnet wird, haben sich seine Schöpfer in Wirklichkeit an einem anderen Vorbild aus dem Tierreich orientiert. Dieser komische Fledermausfisch trägt den Namen Octocephalus davini und ist rund um die Galapagos-Inseln beheimatet. Der Fisch ist kein guter Schwimmer, dafür kann er mit seinen mächtigen Brustflossen auf dem Meeresgrund laufen. Vermutlich sieht er aus diesem Grund so muskelbepackt aus, als ob er die Tage und Nächte im Fitnessstudio verbringen würde. Außerdem hat er ein sehr lustiges Maul, als wäre er von einer Wespe oder einem giftigen Insekt gestochen worden. Und wusstet ihr übrigens, wer das Vorbild von SpongeBob war? Einem der kreativen Leiter der Trickserie. Der Serie zufolge wurde der exzentrische und naive Charakter von einem Protagonisten der Fernsehserie Pee-wee's Playhouse aus dem Jahre 1986 namens Pee-wee Herman inspiriert. Die Simpsons. Die US-Kulttrickserie, die seit 1989 produziert wird, kennt wahrscheinlich jeder. Sicherlich liegt der Fokus der Erzählungen auf der Familie Simpson, aber viele Nebenfiguren, die in verschiedenen Staffeln auftauchen, sind nicht minder interessant. Dazu gehört Ned Flanders, der konservative Nachbar der Simpsons, Republikaner und ein bekennender Fan der Beatles, der Probleme mit der Kontrolle seiner Gefühle hat. Ned Flanders sieht wie ein ganz normaler Mann mittleren Alters aus, der mit der Rock'n'Roll-Kultur aufgewachsen ist. Die wohl markantesten Details seines Äußeren bilden sein dichter Schnurrbart und sein charakteristischer Schnitt. Er trägt die Haare nach hinten gekämmt. Seht genau hin, erinnert ihr euch vielleicht an irgendjemanden? Ein kleiner Tipp, derjenige ist auch ein vorbildlicher Familienvater, der zwischen christlich-konservativen Werten und den eigenen inneren Dämonen hin und her gerissen ist. Na, irgendwelche Ideen? Natürlich meinen wir die Hauptfigur von Breaking Bad, Walter White, der sich von einem biederen Chemielehrer zu einem Händler mit verbotenen Substanzen wandelt. Aber diesbezüglich gibt es mehrere Theorien. Es ist offensichtlich, dass Walter White unmöglich als Vorbild für Ned gedient haben könnte, weil Breaking Bad wesentlich später erschienen ist. Die einen Fans vermuten, dass umgekehrt Walter White es war, von dem sich die Simpsons-Macher inspirieren ließen. Die anderen glauben, dass Bryan Cranston als Vorlage für Ned gedient hätte, weil er in vielen Filmen einen ähnlichen Schnurrbart und gegelte Haare hat. Und die Dritten finden die frappierende Ähnlichkeit zwischen den beiden einfach nur amüsant und erstellen witzige Photoshop-Montagen von ihnen. Ich einfach unverbesserlich. Der Superschurke Gru aus dem Animationsfilm Ich einfach unverbesserlich ist wohl einer der charismatischsten Trickfilmbösewichte der letzten Jahrzehnte. Ja, genau dieser Mann mit breiten Schultern, dünnen Beinen und großer Nase, der eine Armee von Minions herumkommandiert. Man könnte meinen, dass ein Charakter mit derart karikaturischen Zügen unmöglich ein echtes Vorbild haben könnte. Und ob er das kann? Das hier ist der israelische Schauspieler Yuval Shem Tov, der dem Superschurken wie aus dem Gesicht geschnitten scheint. Es liegen allerdings keine offiziellen Informationen darüber vor, dass dieser Mann für die Figur des Gru als Vorbild gedient hätte. Wahrscheinlich hat er es auch nicht, aber die Ähnlichkeit ist trotzdem erstaunlich, findet ihr nicht? Und in Bezug auf die Minions hat eine Zeit lang eine unglaubliche und ziemlich gruselige Theorie kursiert. Manche Fans haben behauptet, dass sich die Gestalt der gelben Figuren von realen, unmenschlichen Versuchen der Nazis an Kindern ableiten würde. Das Ganze hat sich natürlich als Fake herausgestellt. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild sind Männer in Taucheranzügen zu sehen, die konzipiert wurden, um in Not geratene U-Boot-Mannschaften den Ausstieg aus dem U-Boot zu ermöglichen. Es wurde im Jahr 1908 aufgenommen. Ratatouille.
Erinnert ihr euch an den überheblichen Restaurantkritiker Anton Ego aus dem Animationsfilm Ratatouille? Als wahrer Kenner der klassischen französischen Küche ist er jederzeit bereit, ein ihm missfallendes Gericht zu verreißen, auch wenn es von einem Starkoch zubereitet wurde. Um sein hochmütiges und selbstverliebtes Wesen zur Geltung zu bringen, wird er als hochgeschossener Mann mit einem riesigen Schal, einem schicken Mantel, gegelten schwarzen Haaren und einer Brille mit schmalen Gläsern auf langer, spitzer Nase dargestellt. Allein sein Anblick würde jeden sofort aus der Fassung bringen. Also, es sieht so aus, als ob Anton Ego einen Doppelgänger in der realen Welt hätte, der aber nicht in Frankreich lebt. Vor wenigen Monaten hat ein TikTok-User namens Joe einen Clip hochgeladen, der innerhalb kürzester Zeit millionenfach geliked wurde. Darin erzählt der junge US-Amerikaner zunächst, dass all seine Freunde der Meinung wären, dass sein Vater und die Figur aus Ratatouille sich sehr ähnlich sehen würden. Anschließend fährt die Kamera auf den Mann zu und es fällt einem sofort seine offensichtliche Ähnlichkeit mit dem fiesen Kritiker auf. Danach gelt der Mann seine Haare, zieht ähnliche Klamotten an, setzt sich an den Tisch und siehe da, er hat sich komplett in Anton Ego verwandelt. Es bleibt nur noch, ihm Ratatouille zu servieren, damit es durch seine hervorragende Qualität Kindheitserinnerungen in ihm weckt. Glaubt ihr, Joe hätte diese Chance verpasst? Von wegen. Er hat eine ganze Reihe solcher Videos erstellt, in denen er sich als tollpatschiger Alfredo Linguini und die Wanderratte Remy verkleidet und seinen alten Herrn im Anschluss mit diversen Restaurantspeisen bewirtet. Es ist wirklich toll, was die beiden da machen. Shrek. Im vierten Teil der Shrek-Reihe gibt es einen Schurken namens Rumpelstilzchen. Er trachtet nach der Macht im Königreich weit, weit weg und macht den sympathischen Oger und dessen Familie das Leben schwer. Also, aufmerksame Internet-User haben in der realen Welt einen Doppelgänger dieses Charakters mit listigem Gesicht gefunden. Einen englischsprachigen YouTube-Nutzer fiel auf, dass der amerikanische Videoblogger und Schauspieler Shane Dawson und der heimtückische Diktator optisch unglaublich ähnlich sind. Er meinte, das lässt sich bei ihnen nicht mehr rückgängig machen und er muss immer daran denken, wenn er einen der beiden sieht. Der Blogger selbst soll es mit Humor nehmen, aber er schrieb mal auf Twitter, dass er davon träumte, eines Tages aufzuwachen und keine Fotos von sich mehr zu sehen, auf denen er als dieser Shrek-Charakter getaggt wäre. Peter Pan. Peter Pan ist einer der erfolgreichsten Zeichentrickfilme der Walt Disney Studios, der im Jahr 1953 herausgebracht wurde. Und eine Nebenfigur aus dieser Märchenwelt hat genauso viele Herzen von Zuschauern erobert wie der Protagonist. Das ist die wunderschöne Fee Naseweiß. Über sie wurde später ein separater Animationsfilm gemacht und 2010 erhielt sie einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Lange Zeit dachte man, dass Naseweiß von der legendären Schauspielerin Marilyn Monroe inspiriert worden wäre. Doch Walt Disney meinte, dass die US-amerikanische Schauspielerin und Radiomoderatorin Margaret Carey es war, die er als Vorbild für die Fee genommen hätte. Zu der Zeit war Monroe aber noch auf dem Weg zum Popularitätszenit, den sie erst Mitte und Ende der 50er erreichte. Und wie es sich herausstellt, lieh Carey der Fee nicht nur ihr Erscheinungsbild, sondern auch ihre Körpersprache. Sie arbeitete nämlich mit einem Kamerateam am Set, wo ihre Bewegungen gefilmt und später als Grundlage für das Auftreten von Naseweiß verwendet wurde. Die Schauspielerin hat insgesamt knapp ein halbes Jahr im Studio verbracht. Pocahontas. So ähnlich verhielt es sich auch mit der Figur der indianischen Prinzessin Pocahontas. Alle Details ihres Aussehens und ihrer Körpersprache stammen von der amerikanischen Darstellerin von Inupiat-Eskimo-Herkunft Irene Bedard. Sie fungiert nicht nur als optisches Vorbild für die Titelheldin, sondern verlieh ihr auch ihre Stimme. Bei der Erstellung der Figur haben die Animatoren ein Tracking-Verfahren zur Erfassung und Aufzeichnung ihrer Bewegungen und ihrer Mimik benutzt. Selbst die Handbewegungen von Pocahontas stammen mit denen von Bedard überein. Dadurch wirkt die Prinzessin sehr authentisch. Die Schauspielerin hat mal erzählt, dass ihr zweijähriges Kind sie sogar auf der Leinwand erkannt hat, als der Film in den Kinos anlief. Und übrigens, die meisten Disney-Prinzessinnen haben echte Vorbilder. Das Studio organisiert sogar verschiedene Veranstaltungen, bei denen sich alle diese Frauen versammeln. Und das sieht wirklich toll aus. Sicherlich sind die animierten Charaktere keine genauen Kopien der Darstellerin, aber die Ähnlichkeit zwischen ihnen ist nicht zu übersehen. Oben. Wenn man in seinem Bekanntenkreis einen Schriftsteller, Regisseur oder Musiker hat, hat man gute Chancen, eines Tages in seinen Werken verewigt zu werden. Denn alle Künstler schöpfen ihre Inspiration aus ihrem Umfeld. Ein Junge namens Russell Jiang führte ein ruhiges Leben in einem verschlafenen Städtchen im Norden Kaliforniens. Er war bei den Pfadfindern und besuchte oft seinen besten Freund Carl, der nebenan wohnte. Carls Vater war aber der bekannte Animationsregisseur Pete Docter. Er fand den gutmütigen Burschen aus der Nachbarschaft, der die Begeisterung seines Sohnes für die Pfadfinderbewegung teilte, sehr sympathisch. Er beobachtete sein Verhalten sehr aufmerksam und ihm kam eines Tages die Idee, ihn als Vorbild für einen seiner Charaktere zu verwenden. So ist eine der Hauptfiguren des Animationsfilms Oben, der Pfadfinder Russell, entstanden. The wilderness must be explored. Go, go!
der sich zusammen mit dem alten Carl auf seine lange Reise mit Luftballons macht. Wie ihr seht, gab Pete den Charakteren sogar den Namen ihrer Vorbilder. Jung, der längst erwachsen ist und an der Uni studiert, fand diese Geste des Vaters seines besten Freundes sehr nett. Am besten gefiel ihm die Szene zu Beginn des Films, in der Russell Carl kennengelernt und eine kleine Erzählung über sich aus seinem Notizblock vorliest. Mehr noch, der junge Mann behauptet, dass das Ganze sozusagen auf wahren Ereignissen beruht. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.